Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. 90 Minuten lang heißt es kurzfristige und risikoarme Tradingmarken für DAX und Co. Heute an einem letzten Dienstag im Monat, am 27.08. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung der BNP Paribas Zertifikate. Mein Name ist Rocco Grefe und ja, wir machen das hier schon ziemlich lange. Jahrelang und kleine organisatorische Dinge sind durchzugeben an euch. Erstens, ab nächsten Monat haben wir das Ganze hier immer am letzten Donnerstag eines jeden Monats. Schon mal vormerken. Die Uhrzeit bleibt an einem Donnerstag. Des Weiteren möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, oder wenn ihr es noch nicht wusstet, dass wir zusammen hier mit Valentin Schelbert am 10. September etwas Neues beginnen werden. Die Aufstockung in eine neue Ära, quasi in eine neue Stufe, wird der Trading Service geleitet zu Aktienpuls 360. Ihr seid an Chartanalyse und Fundamentalanalyse interessiert, an Index- und Aktientrades. Gehebelt und ungehebelt, dann seid ihr hier genau richtig und ihr könnt euch hier schon mal einlesen. Warm-up, was hier geplant ist. Und übrigens, wenn ihr euch hier in diese Warteliste eintragt, dann könnt ihr, wenn ihr zu den ersten 100 gehört, den ersten Monat für diesen neuen Service kostenlos nutzen. Müsst euch bis 4. September eintragen, dann habt ihr die Chance darauf. Ansonsten jederzeit natürlich ab 10. September. Soweit mal vorab eine Information für euch, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und aggregierter Ton. Intraday-Chancen für den Tag. Ich habe hier mal alles Mögliche offen. Und in Anlehnung an das, was gestern passierte, können wir uns nochmal ansehen hier. An die Dinge, die da gestern stattgefunden hatten bei mir, werde ich jetzt mal Ähnliches erarbeiten. Gestern gab es zum Beispiel eine Long-Chance auf der Horizontale 18.570. Konnte mit einem 85-Punkte-Stop-Loss betrieben werden. Zwei Ziele gab es, zum Beispiel auch die Kurslücke für den Freitagsschlusskurs wurde erreicht und geschlossen. Gewinnmitnahme, Gewinnmitnahme. Und dann gab es auch noch etwas im Nasdaq 100. S heißt Setup, Setup 3 gab es gestern. Da gab es den Startpunkt 19.000. Zunächst. 19.675. Um es hochzuziehen. Dann gab es vor allen Dingen 19.470 gestern. 19.470 ist eine sehr markante Horizontale und die werden wir uns gleich nochmal kümmern. Auch hier gab es eine schöne Möglichkeit zu kaufen nach der Einstellung des Tiefs hier von ein paar Tagen zuvor. Auch das sah ganz gut aus. Gleichzeitig wurde auch noch was im S&P 500 betrieben, ein Long vom Pivotpunkt. Und Pivotpunkte sind in der Vorbörse immer sehr interessant. Also wenn ihr sowas in der Frequenz benötigt, sowas wird ja immer hier zur Verfügung gestellt und wird auch natürlich dann im September weiter stattfinden. Gehen wir noch mal kurz nachsehen, wie das da aussah gestern im S&P 500. Das scheint zwar wenig zu sein, ist aber natürlich mit entsprechendem Einsatz doch schon sehr interessant. Hier, wenn der Markt runterkommt auf den Pivotpunkt, kaufen und dann Gegenlauf möglichst bis hier in dem Fall 200 der Durchschnittslinie im 5-Minuten-Kerzenchart, ist aber sehr interessant. So, ab jetzt schalte ich mal auf Vollbild, damit ihr auch mit einem kleineren Format etwas sehen könnt. So. Und ja, hier mit einem engen Stop-Loss von 11 Punkten ungefähr, 5.606 oder so, könnte man dann ordentlich nach oben sich bewegen. Was gab es gestern noch? Sehen wir nochmal nach. Ihr könnt das auch nachlesen.
Ich schicke euch den Link mal zur Vergrößerung mit rein. Das habe ich als frei verfügbare Information mal heute schon freigeschaltet für euch. Und dann hatten wir noch dann gab es natürlich auch Dow Jones Chancen, aber die wurden nicht aktiviert am gestrigen Tag. Das bedeutet auch, wenn eine bestimmte Chance nicht eintritt, dann sollte man natürlich geduldig sein und eben auf eine Chance warten, die bestimmten erfolgsversprechenden Kriterien entspricht und dann nicht wie wild irgendwas starten. So, dann für heute habe ich schon früh mir das angesehen und im US-Bereich insbesondere an allen drei Indizes Folgendes ausgemacht. Und zwar, dass der jeweilige Pivotpunkt des Tages im indikativen Chart hier, der vorbörslich durchläuft, also eine etwas unscharfe Future-Ableitung, diese Erholungsversuche von dieser Erholungsversuche der letzten Stunden hier auf Gegenwehr stoßen dürfen. Also der S&P 500 ist jetzt gleich mal bei 5.620,44, auch schon bei 5.620 glatt. Topverdächtig und könnte dann hier nochmal nach unten geschickt werden auf Talfahrt, wie man sehen kann. Und das sieht auch ein bisschen weiterhin danach aus, als ob sogar nochmal das Tief hier von vor einigen Tagen bald auftreten kann, das Tief vom 22.8. Und genau das hatte der Nasdaq 100 ja schon gestern getan. Der war, ich mache mal hier eine Ellipse ran oder einen Bogen, egal. Genau dieses Tief hier unten links wurde im Nasdaq 100 ja gestern schon mit 19.457 minus ein, zwei Punkte erreicht. Nun ist es so, dass der S&P natürlich maßgeblicher Anführer ist und nicht umgekehrt. Aber es ist natürlich nicht so frisch mehr hier, was wir hier sehen. Wir kommen ja aus einem sehr scharfen V-Konter von einem panischen Sell-off-Tief, was am 5. August ein Ende fand. Und daraufhin war die Bewegung so deutlich und so stark, dass man natürlich ab und zu jetzt auch mal Seitwärtsphasen oder sogar größere Pullbacks stattfinden könnten. Der volle V-Konter hat noch nicht ganz das Ziel erreicht. Das wäre so 5.670. Aber dann sehe ich da erstmal Stagnations- und Pullback-Bedarf. Okay, für die Heavy-Trader-Fraktion wäre jetzt also 5.620 der logische Angriffspunkt, um zu verkaufen. Verkaufen kann einiges sein, kann verkaufen passiv sein, kann auch verkaufen aktiv sein mit Puts. Der aktive Verkauf hat natürlich ein höheres Risiko, während der passive Verkauf die Chance bietet, auf einem tieferen Niveau, also billiger, zurückzukaufen und das als Gewinn, also als Vorteil zu verbuchen. Ja, werden wir mal sehen. Ansonsten würde ich sagen, Käufe stehen im Vordergrund und Käufe sollte man dann erst bei 5.600 anstreben. So, jetzt werden wir das Ganze hier noch ein bisschen erweitern. Das sind ja eine Kerze 5 Minuten. Jetzt gehe ich mal auf eine Kerze 1 Stunde, um das mal ein bisschen klarer zu machen. Wir kommen also aus dem kompletten V-Konter von 5.090. Und das waren jetzt einfach mal 11% am Stück aufwärts. Und da sieht man auch schon wieder, wenn was 10% fällt, muss 11% steigen, um den Ausgangspunkt wiederzubekommen. Aber diese Weisheiten erspare ich euch heute mal. Besonders die Weisheit, was 50% gefallen ist, muss 100% steigen, um wieder zum Ausgangspunkt zu kommen. Verdeutlicht die mathematischen Tücken, wenn man zu große Verluste zulässt.
Ja, da haben wir hier also das Risiko für 5601 für die 20 Abwärtspunkte in den nächsten Stunden. Und dann gibt es auch eine Chance, vor, natürlich diese Seitwärtsphase, die ja schon eine Weile andauert, auch vorher nochmal nach oben zu drücken. Vielleicht sogar bis zum Allzeithoch. Aber der komplette, ich mache mal rot, Rücklauf zum Tief des 22.8. wäre jetzt hier für mich einer der besseren Kaufgelegenheiten. So, dann haben wir schon mal drei Sachen. Verkauf Short 5620, Kauf Long 561, Kauf bzw. Long-5565, beste Chance. Reduzieren des Weiteren 5670 und somit in chronologischer Reihenfolge von oben nach unten. Reduzieren 5670, reduzieren 5643, reduzieren 5620, aufstocken 56, aufstocken 5565. Und dann sind wir zum Teil auch schon natürlich ein bisschen weiter als heute. Aber alle Marken sind im Bewegungskorridor zwischen R3 und S3 des Tages, was heute 5543 zu 5688 ist. Ist ziemlich interessant. Insbesondere der Kauf 5565 heute. Übrigens musste man sich dann bei Käufen, wenn man ausstoppen möchte, knapp unter 5542 heute hinstellen mit seinen Stops. Denn die Arbeitsthese für den Tag soll immer sein, unter S3 und über, da fällt es nicht und über R3 steigt es auch nicht. Und wenn dann nur temporär. Deswegen auch ein bisschen Abstand einhalten zu den Stops. Ja, da könnte man also ganz normal jetzt hier Knockout Calls benutzen. Ich nehme immer Knockout Calls, frag mich nicht nach Faktorzertifikaten. Für einige von euch ist das vielleicht interessant. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht weiter damit befasst und also ich habe mich mal damit befasst, aber seit längerem nicht mehr und denke mir, meine ersten Erfahrungswerte waren so, dass ich sage, nee, ich bleibe bei Knockout Calls und Knockout Puts. Übrigens, so, dass der Knockout aber keine Rolle spielt für den Trade, ne? Der Knockout spielt niemals eine Rolle, schon allein aus steuerlichen Gründen. Also die Knockouts immer so weit entfernt wählen, dass sie eigentlich keine Rolle spielen. So, gehen wir mal gucken. Wir haben also 4.800, was niemals unterschritten werden darf dieses Jahr mehr, wenn es geht. Also müssen wir 4.700 nehmen. 4.700 mit Laufzeiten. Zwischen September und Oktober, sehen wir mal nach. Und 4.700 zum Beispiel von der BNP, in dem Fall hier, oder anderen Emittenten, die möglichst einen kostenfreien Handel, also einen kostenfreien Handel im außerbörslichen Handel ab 1.000 Euro Umsatz mit gewissen bevorzugten Emittenten für den jeweiligen Broker darstellen, sollte man schon nehmen. Also generell auf die Tradingkosten achten. Und dann haben wir hier zum Beispiel den hier. 26.09. ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl mit 4,3er. Ne, 4,3 finde ich jetzt ein bisschen schlecht. Warte mal, ich mache mal 4,7. Mit 4,7er Knockout unter der wichtigsten Horizontale 4, 8, 19. Ja, dann kann man hier sich das ganz gut zurechtbauen. Und zwar, ich sagte ja, der beste Punkt ist 5,65. Den rechne ich euch mal jetzt hier kurz aus. Das ist so um 8 Euro herum. Und wenn man bei 5,670 hochkommt, sind das 8,90 Euro. Und wenn man unter 5,543 ausstoppen soll, dann sind das 5,35, dann haben wir auch ein CAV, Chance-Risiko-Verhältnis 3,3. Wir bekommen also das Dreifache für das Risiko, was wir einzugehen bereit sind. Das wäre schon mal so ein Rahmendatenprogramm hier: 5,565, 5,670, 5,35. Und ja, sieht da ganz gut aus. Gebe ich euch mal
Die ISIN gebe ich euch mal an das Chatfenster vom Webinar. Ja, das wäre jetzt also der solideste Startpunkt. Ich mache den hier nochmal ein bisschen größer. Der solideste Startpunkt für heute ist 5.565 mit der Chance auf Einstellung des Allzeithochs. Von hier vom 16.07. bei 5.670 Start. Ich mache mal die Strecke blau. Start zum Ziel, das ist die Strecke. Und Stop-Loss kann man natürlich auch noch tiefer setzen, ne? Vor allen Dingen verteilen unten. Wir hören hier alle zu. Private Banker, Handelsseele, alles hört hier zu. Kann man nur sagen, da der Stopp für einige sichtbar ist, sollte man nicht unbedingt das nehmen, was ich hier sage, sondern aus eigenem Interesse eines jeden von euch, aus eurem eigenen Interesse, sollte man sich da ein bisschen drumherum verteilen oder was ganz anderes machen. Ein Stop-Loss mit Zeitbezug ist auch interessant. Den kannst du zwar nicht abgeben, aber du weißt dann, ja, nach Stundenschluss unter gewissen Marken kann man auch den händisch manuell aufgeben, also den Verkaufsknopf drücken. Dann wäre der Stopp natürlich nicht sichtbar. Also sichtbare Stops. Sind nach unseren endlosen Diskussionen darüber seit über 20 Jahren natürlich ein Thema. Ja, aber wenn du sagst, Stundenschluss, okay, 16 Uhr ist drunter, unter der Marke, die ich nicht sehen will im Handel, dann drückt man halt manuell den Verkauf und sagt, du gibst auf. Oder 2 Stunden unter was drunter, was man nicht unterschreiten möchte. Na, 2 Stunden, 1 Stunde unter 5,65, 2. Stunde unter 5,65 geschlossen. Stundenschluss unter 5,543, weil es dann ins Bodenlose fällt, bis 5,3, bis 5,4, wäre natürlich auch so eine Sache, da kann man sagen, okay, ja, dann sehe ich jetzt, okay, das ist nicht mehr mein Setup, jetzt muss ich irgendwo sehen, wie ich rauskomme, ich brauche das aber nicht unbedingt mit einer Order. Wer also die Order meinen will, kann er sagen, ja, du musst erstmal festlegen, wann ist dein Setup nicht mehr gültig und dann kannst du dich ja immer noch um den Exit kümmern, natürlich nur wenn du stark genug bist und dann nicht bis ins Unendliche deine Verluste laufen lässt, dann ob man nun bei 5,560 ausstieg oder bei 5,4, wo es übrigens dann sowieso meistens wieder steigen müsste, da ist nochmal ein Unterschied. Ich habe ja auch noch was gesehen, bevor ich zum nächsten komme. Im Haupthandel, der Haupthandel ist immer zu vergleichen. Der Haupthandel hat hier noch eine Kurslücke. Ich meine, er hat noch mehrere Kurslücken, aber der hat noch eine Kurslücke, insbesondere erstmal für zeitnah diese hier. Pink sind Kurslücken bei 5.570,6. Und hier sieht man auch, dass es wohl eher eine Seitwärtsphase ist für noch ein weiteres Tief, bevor wir denn hier oben mal rankommen. Und ein bisschen schärfer Pullbacken im September, Oktober. Aber hier, das hier ergibt für mich absolut Sinn. Das ist doch kein Trend hier, das ist kein Trend vom Tief hier unten. Das ist eine Seitwärtsphase, die sogar überschoss, was Stärke repräsentiert. Aber dann haben wir logischerweise noch mal ein Tief bei 5,571 zu 5.561 Haupthandel. Wird einiges deutlicher, denn ne? Man vielleicht gar nicht sieht im indikativen Chart. Und ja, naja, klar, dann unterstützt das ja die These 5.565, 61, auf 3, 4 Punkte kommt es nicht an, als Kaufchance zu verstehen. Finde ich ganz gut. Also hier, der Hinweis gilt hier, diese Einstellung, dieser Kurslücke bei 5.571. Ja, da kann man dann auch hier, wenn hier 65 steht, kannst du auch ändern auf 71, sind 8,02 Euro, 5,61 sind 7,94 Euro, 65er Mittelwertstart 7,97. In Abhängigkeit von der Emittententaxierung, in der Vorbörse, Haupthandel, ein bisschen abweichend. Und Euro-Dollar kann das sich leicht verändern. Es ist kein Dogma, dass es 7,97 ist, wie jetzt. Auch die Ziele und so verändern sich um ein paar Cent im Laufe des Tages immer wieder.
Ja, ich würde mal sagen, ich lasse den mal hier jetzt ausklingen, den S&P 500. Es gibt übrigens sehr schöne, interessante Geschichten fürs Big Picture, die werde ich jetzt aber hier nicht komplett preisgeben. Es gibt wirklich gute Chancen im Big Picture. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man der Meinung ist, dass das, ja, das ein markantes Tief am 5.8. schon erzielt wurde. So, hier habe ich heute meinen Hauptfokus drauf. Ich kann es euch sagen, der Hauptfokus ist auf Nasdaq 100. Und ja, es geht um diese Horizontale hier, die finde ich sehr interessant. Die war ursprünglich mal eine Nackenlinie zum Durchbruch hier. Also mal eine Nackenlinie, die 19.465 sogar dann auch bestätigt hier mit dem Rebound, sogenannter Rücklauf-Rebound. Und dann ging es ja so richtig ab. Ja, und jetzt hat man das Ganze ja zurückerobert. Jetzt wurde das zurückerobert und jetzt ist von oben kommend natürlich immer wieder der Käufer da. Ne? Ihr merkt euch mal diese Nackenlinie hier. Und die Nackenlinie ist jetzt per Zurückeroberung natürlich zur Unterstützung wieder umfunktioniert und darauf kommen jetzt so die kleineren Schwächephasen zurück, insbesondere seit 22.8. Und ich finde das jetzt schon ziemlich ausgereift seit gestern. Und mit dieser Horizontale 19.465 kann man so einiges veranstalten. Und sowohl die Intraday-Action darauf abstellen, aber auch für die Mehrtages-Action, vor allen Dingen im Zuge der Nvidia-Quartalzahlen, die Mittwochabend nach 22 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden, sollte hier ja dann sich etwas in Bewegung setzen, spätestens in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag. Zum Teil färbt die Nvidia-Story dann um circa 3% auf den Index ab. Na, 3% kann das bewirken, querbeet, aber auch die anderen Indizes sind dann davon betroffen. Das können wir uns nochmal ansehen. Und zum Beispiel, hier am 21. Februar hat es auch auf den Index dann abgefärbt. Nvidia-Zahlen, 21. Februar. Danach der Sprung nach oben. Ja, das sind also plus, minus 2 bis 3% sind dann per Gap zu sehen. Könnte man fast sagen. Entweder haben wir plus 2 bis 3% Gap am Donnerstag früh oder minus 2 bis 3% Gap, je nachdem, was Nvidia so verkündet. Hier erstmal die Information, das färbt dann halt ab und man sollte darauf achten, was zum Mittwochabend und speziell am Donnerstag früh ab, ja für uns sichtbar, meistens ab 8 Uhr denn so stattfindet. So, wenn das also relativ günstig ausgeht, dann ist die Konsolidierung hier ausreichend und es geht aufwärts. Heute bis 19.563, nochmal kritisch. Könnte Retest geben, gleiche Höhe, vor allen Dingen, weil wir ja schon den S&P 500 als Leitfigur hier besprochen hatten auf ähnliche Weise. PP, Pivotpunkt abprallen nach unten, Reinstellung des Tiefs von gestern und vom 22.8. Und dann neue Anstiege, zum Beispiel zu 19.650. Auch der direkte Weg jetzt 19.650 ist drin. Wenn das sogar das Hoch war, die 19.773 hier aushebelt, dann ist sogar ein neues Monatshoch machbar oder zumindest ein neues 10-Tage-Hoch machbar. Denn über 19.773 würde ich sagen, endet hier jedes Abwärtsrisiko. Und im Umkehrschluss heißt natürlich, darunter bestehen noch Abwärtsrisiken. So, und jetzt natürlich die
Das Gegenteil. Nehmen wir mal an, die halten sich hier noch auf bis Mittwochabend, bis Mittwoch nach Haupthandelsschluss. US-Haupthandelsschluss ist immer noch hier in diesem Bereich, 19.460, kann ich mir gut vorstellen. Und dann kannst du natürlich auch hier die Abrisskante dann erneut aktivieren. Und wenn die Abrisskante 19.465 erneut aktiviert wird, so wie damals am 24.07., jo, na, dann geht es natürlich wesentlich tiefer. Dann reden wir von 18.7, 18.5. Ganz schnell mal. Bevor es wieder steigen kann. 18.450 auch noch. So ungefähr. Im Haupthandel sehen wir vielleicht davon etwas mehr gleich, wenn wir sehen. Ich wollte euch nur jetzt hier klar machen. Oh, das sieht gut aus. Interessant sieht es aus zumindest. Ob es gut aussieht, werden wir noch sehen. Erstmal ist interessant. Spekulieren darf man hier mit 19.465 plus auch die 200-Stunden-Linie hier mit einbindend, einbeziehend. 19.489 darf man spekulieren, dass es reicht. Wir waren ja auch schon überverkauft. Aber wenn Nvidia falsch ausfällt oder wenn die Vorsorge vor Mittwochabend zu noch so ja, Sicherheitsverkäufen führt, dann kann es auch deutlich hier nach unten gehen, weil hier ist nicht viel. Unter 19.465 ist nicht viel, was den Nasdaq 100 schützt. Nee, erst wieder wesentlich tiefer. 18.7, 18. 400. So, ich wollte mal den Haupthandel zeigen. Also aktuell nebenbei, wenn ich mich annähere, gerade kann ich sagen, ich befasse mich sehr viel mit Nasdaq 100 und weniger so mit dem DAX. Vor allen Dingen im Depot, auch privat, viel mehr Nasdaq und S&P 500 trade. Einfach weil es mehr Spaß macht und mehr Volatilität, mehr Genauigkeit, mehr innovative Unternehmen sind hier drin. Ja, also wenn man den DAX anfasst, dann hat man ja nicht irgendwas vor sich. Man hat doch keine Slotmaschinen vor sich. Man hat doch 40 Unternehmen, die zum Teil, zum großen Teil doch recht ermüdend sind. Ne? Also stechen ein paar heraus, kann man gleich nochmal ansehen. Zum Glück für diejenigen, die sich für DAX aufwärts interessieren, ist SAP das größte Schwergewicht ganz gut unterwegs mit neuen Allzeithochs in diesen Tagen. Aber es gibt so viele, die da rumhängen und aus denen dürfte auch nichts mehr werden zu unseren Lebzeiten. Sind über den Berg drüber und sind über ihren geschichtlichen Berg drüber und machen da irgendwie so ein bisschen seitwärts, allenfalls. Und es geht um Dividende. So, hier sehen wir, nachdem ich das jetzt gefunden habe, ein bisschen geplaudert habe, dass wir hier das wiederfinden, im Haupthandel, natürlich mit weniger Stunden, aber nichtsdestotrotz, ihr müsst den Haupthandel auch nutzen. Dann Haupthandel ist Haupthandel. Da sehen wir also auch den zweiten Abwärtsdrift. Und der zweite Abwärtsdrift, der rundet sich jetzt hier so ein, Rounding Bottom, der gerundete Boden kann hier auftreten, durchaus so sehr schwache zweite Abwärtsphase. Ne? Eine recht schwache zweite Abwärtsphase lässt doch auf baldige Anstiege schließen. Wir reden dann von 19.978 und 20.700 ungefähr. Um natürlich was zu tun. Wir wollen natürlich den V-Konter auch hier komplett vollenden. Ne, vollendeter V-Konter, so wie es der Dow Jones schon gestern gemacht hat, mit dem höchsten Hoch aller Zeiten. Habt ihr das gesehen? Höchstes Hoch aller Zeiten, ein Hoch, was nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Gestern am Dow Jones hat diesen V-Konter hier, den der Nasdaq noch nicht schaffte, schon vollendet. 41.375 plus X sind gehandelt worden und das ist kompletter V-Konter. Da fehlt was. Also was heißt das? Big Tech schwächelt aktuell. Big Tech schwächelt, andere können es besser. Muss aber kein Dauerzustand sein, könnte sich auch dann mal wieder ändern.
Ja, bei dieser Woche ist viel Big Tech-Quartalzahlen, vor allen Dingen Nvidia, dann Mittwochabend. So, hier sehen wir also, dass ich zoome näher, nein, das war hier so eine schöne, ja, wir haben so eine zweifache Abwärtsstrecke. Die Unterstützung horizontal ist ja identisch wie im indikativen Handel. Übrigens, der indikative Handel erreicht jetzt in wenigen Sekunden die 19.563 Pivotpunkt, die kritische Marke für heute. Zumindest sollte man es respektieren. Es kann dem Anstieg zu 19.644 im Wege stehen. Sieht ja hier auch vielversprechend aus. Man sieht eindeutig die, ja, die Kaufneigung. Man sieht die Käufer, wie sie 19.400 hier in dem Fall 73 kaufen. Das ist die Haupthandelsnackenlinie damals gewesen. Ja, eindeutig dann auch bestätigt. Ja, es geht um 19.400, es geht dort tatsächlich um 19.473. Und der Chart sagt dazu, ja, Leute, dann, das ist das, was wir alle beachten hier. Ob Banker, Maschine oder also Banker, Algo, alles achtet da drauf. Selbsterfüllende Prophezeiung, eine Linie bestimmt den Markt. Juhu. Ja, es ist aber tatsächlich nützlich und nicht nur Lack. Es ist nicht nur Lack, wie die Professoren an den Unis auswerten. Alles nur Lack. Chartisten, alles nur Lucky. Also es ist auch mal Lucky gewesen, aber es ist keine nennenswerte. Das ist keine nennenswerte, ja, das ist kein nennenswerter Nutzen zu erkennen. Ja, man sieht, wie der Nutzen sehr nennenswert ist. Eindeutig Breakaway Gap Down am 24.07. war ein klares Ding. Dann läuft der Rücklauf dahin. Ja, Mensch, und dann sagt man ja, nach Nackenlinien, Durchbruch und Rücklauf soll man verkaufen. Ja, das hat er Glück gehabt, das ist Luck. War lucky. Da war der Herr Gräfe Lucky, einfach nur Lack gehabt. 19.473, ja klar, dann ist es weitergefallen. Hat er so gesagt, hat er Lack. Glück, hat einfach was gesagt, hat Lack. Ja, nee, es war eine Nackenlinien Rebound, dafür gibt es richtig ganz große Erfahrungswerte über Jahrzehnte, dass sowas sehr häufig funktioniert. Also, es ist nicht nur Lack, es ist eindeutig Handwerk. Das Handwerk mit der Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich über 50%. Wir reden ja nicht von 100%. Und ja, jetzt schon wieder. Jetzt ist es durch von jetzt ist es von unten nach oben durch und jetzt ist von oben dann kommen die Käufer rein. Ja, von oben kommen gelaufen die Käufer rein. Wiederum auf der 19.473, 19.465 und schieben das Ding halt nach oben an, wie hier jetzt hier. Da und da und da ist da kein Lack. Das ist absolut nützlich. Leute, beachtet Chartanalysten, die sind sehr nützlich. Und mit Professoren kann man da mal in Streit treten. So, hier, 19.563. Du hast zu große Position. Wer zu groß? Ich. Wenn ich zu eine große Position hätte, würde ich mir jetzt aber mal Gedanken machen, weil 19.563, der typische Pivotpunkt, das Pivotpunktereignis ist doch täglich zu beobachten und alsbald könnten jetzt hier ein paar Verkäufer den Markt dominieren. Machen wir den mal im 5er-Chart noch hinzu und ein paar Sekunden drüber bedeutet noch gar nichts. Respektiert den Pivotpunkt in Kürze, könnte es hier jetzt ein paar Schwierigkeiten geben. Übrigens haben wir noch eine Erweiterung, der ist ja nicht umsonst da, gestern ein paar Mal gescheitert, eine etwas schwächere Horizontale, die 19.575, die 19.575 hat unter anderem hier gestern zweimal den Index zum Stillstand gebracht. Über PP und über 19.575 würde sich hier die Sache etwas verbessern heute. Aber leider muss man erstmal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt scheitert, ist doch hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt der Nasdaq 100 Anstieg unmittelbar zum Stillstand kommt, ist hoch. Und schon haben wir den doch da.
Der Docht ist da. Kommt ansatzweise. Natürlich ist der Docht noch nicht vollendet, aber wir müssen schon damit rechnen. Das wird jetzt das Vormittagshoch sein, ist die Arbeitsthese. Hier ist hoch, dann gibt es zumindest mal eher mal 200 M5-Test in den nächsten Minuten. Das ist 200er Durchschnitt der 5-Minuten-Kerzen. So, also es fällt jetzt unmittelbar auf 19.546. Wahrscheinlichkeit ist hoch. Der Pivotpunkt ist ein hartes Stück für Algos wahrscheinlich und auch für inzwischen darauf geschulte Intraday-Trader. Orange. Aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich bleibe mit meinen Positionen, die ich nach Test von 19.473, 19.465 eröffnet hatte, drin. Ich bleibe da drin und kann nur sagen, insgesamt sollte man heute auch nochmal auf 19.473 bis 19.465 sehen. Und dann reicht es, glaube ich, auch. Jetzt lang genug drauf rumgeritten. Ja, denn im besten Fall gibt es ja jetzt den sehr starken Anstieg. Gibt es einen sehr starken Anstieg. Nicht nur ein paar Pünktchen, sondern tatsächlich bis 20.700 ab jetzt. Das will ich eigentlich sagen. Ab jetzt besteht die Chance, nachdem es hier ein paar Tage seitwärts lief, dass es so 20.7 Allzeithoch geht. Ja. Da muss nur jeder jetzt noch seinen Aufgabepunkt bestimmen. Aufgabepunkte natürlich im besten Fall im Abstand zum Ziel. Wir haben 1200 Punkte. Naja, ja, wir haben 1200 Punkte Chance. Also maximal könnten wir 600 Punkte Stop-Loss, könnte sich jeder leisten. Entsprechend der Positionsgröße. 1% Verlust, 2% Gewinn. 1200 Punkte Gewinn, 600 Punkte Verlust. Das wären also irgendwas mit, also zulässig wäre wahrscheinlich noch eine 18.900 ungefähr, ne? 18.900 könnte man sich noch leisten, hat auch den Vorteil, dass hier so in diesem Bereich für den Fall von Unterschüssen, die entweder nur temporär sind, machen wir mal hier einen temporären Unterschuss, wenn der hier kommt, so hier 200er Stundenlinie. Hält oftmals oder das Gap wird geschlossen, dann ist man auch nicht raus. Das könnte man dann auch noch überstehen. Vor allen Dingen 19.280 oder so. 19.280 ist so eine Sache, die kann man noch aushalten. Denn wir wissen ja, hoffentlich, wenn nicht, sage ich es euch, im Nasdaq sitzen auch natürlich sehr trickreiche Trader. Sehr trickreicher wird hier agiert. Das ist noch ein bisschen ganz, noch mal eine andere Baustelle als im S&P 500. Also wenn du ein bisschen mit geschonteren Nerven durch die Gegend gehen möchtest und handeln möchtest, dann ist es eher wohl der S&P 500. Das kann man tatsächlich noch mal sagen. So, dann gehen wir mal kurz was gucken. Nasdaq 100. Produktsuche und machen wir hier wieder mal ein paar Calls. Ich nehme mal jetzt einen Open Ender. Was haben wir so? Der Bullenmarkt endet unter 14.000, 13.7. Nehmen wir mal 13.5er. Dann hat er immer noch Hebel 3,2. Wie ich schon sagte, wir wollen nichts mit dem Knockout zu tun haben. Ein unwiderruflicher Totalverlust droht ja dann, selbst wenn wir eine Knockout-Schwelle mit Basispreisabstand haben. Und somit einen kleinen Restwert wollen wir nichts mit dem Knockout zu tun haben. Habe es nochmal auf vorgeschaltete Knockout über Basispreis, sodass wir einen Restwert haben, umgestellt. Ja, dann können wir uns überlegen, den hier oder den hochpreisigen. Der hochpreisige ist eigentlich besser, auch wenn es mir nicht, auch wenn es, wenn es komisch anhört, aber wir nehmen mal trotzdem den niederpreisigen hier. 13.438. Ich muss mal kurz was prüfen. Moment, ich muss mal kurz was prüfen. Ich will hier eine Doppelung vermeiden, sage ich euch mal ganz offen.
Nicht, dass jetzt hier ein Knockout-Call durchkommt, den ich gerade an anderer Stelle schon benutze. Nee, der ist noch nicht in Benutzung, also können wir den nehmen hier. Und das geht jetzt also um 19.470 ungefähr. Machen wir nochmal jetzt hier eine Rechnung auf, auch für die Vorbörse. Ich mache mal ein bisschen höher, ne? 19.475. Wir wollen ja durchaus 20,7 haben und wir haben gesagt, CAV 2,0 ist wichtig. Machen wir mal 18,9, mal sehen, was hier rauskommt. 18,9 ist CAV 2,0, das wäre jetzt so ein Standard, den man schon mal entwerfen kann. Und der Standard lautet, ja, gewinne wenigstens, versuche das Doppelte zu gewinnen im Verhältnis zum Risiko, dass du einzugehen bereit bist. Also 19% Chance, 9% Verlustrisiko und das Ganze jetzt noch an den, an das, die Depotgröße koppeln und somit mit ja, maximal 1% Depotrisiko für eine, diese ganze Sache anwenden. So, und dann haben wir also hier 5,65, 6,74 und 5,13 ungefähr. Falls, und das Ganze, falls nochmal das Tief kommt. Ob das Tief überhaupt nochmal kommt, ist noch unklar. Denn man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Bodenbildung auch schon fortgeschritten und oder sogar vollendet sein kann. Seit dem Tief von gestern muss gar nichts mehr passieren. Aber so ungefähr die Einstellung dieses Gebiets kann nochmal auftreten. Was wollte ich sagen? Speziell über 19.773 denke ich mir, es wird keine Tiefs mehr geben. 19.563, wie eben beschrieben, oder 19.650 ungefähr, das kann nochmal zu Tiefs führen. Das ist noch nicht sicher genug. Ja, das ist so meine Hauptaktion aktuell in diesen Stunden hier. Mich mit diesem mit dieser schönen Unterstützung hier auseinanderzusetzen. In der Laufzeit dann, zu der nächsten Stunden und Tage, dann auf jeden Fall überlegen, ob man Mittwochabend vor 22 Uhr endet. Denn du willst, tendenziell wollen wir das Risiko für Quartalszahlen, die sehr Nvidia-Stichwort nicht im Depot haben. Wie gesagt, das kann sehr wehtun. Und deshalb wäre eigentlich der Weg, ja, wenn es davor, wenn es bis morgen Abend schon deutlich steigt, dann kann man natürlich beenden. Ansonsten nach den Nvidia-Zahlen und vielleicht sogar mit, nochmal mit einem Tag Abstand, zumindest aber das Gap abwartend sich neu orientieren. Aber da will ich keinem reinreden. Also aus Erfahrung sage ich, so ein Nvidia kann 20% gappen und ein Index kann 3%, 2 bis 3% gappen nach so einem Tag wie Mittwochabend. Das muss ja nicht sein. Ja, finde ich sehr passend hier und damit können wir das Ganze erstmal abschließen. Auch hier. Das ganz große Bild ist jetzt nicht unbedingt durchgesprochen. Das machen wir intern. Betrifft Nasdaq und S&P 500. Immer Sonntag gibt es die Sonntagsprognose mit dem Big Picture, mit der wahrscheinlichen Route für die nächsten 5 Tage und für den Rest des Jahres. Bin auch schon langsam auf Jahresendmodus. Denn jetzt beginnt nochmal die spannende Zeit, September, Oktober, aber durch den Sell-off von August und eine Ausrechnung, nicht Ausrechnung, nein, eine Auswertung, einer recht eigenhändig durchgeführten Auswertung für weitere Verläufe nach solchen heftigen Einbrüchen im Sommer, führte zu interessanten Erkenntnissen für den Herbst. Eins kann ich euch sagen, im letzten Herbst und vorletzten, also 2023 und 2022, gab es nochmal 10% Kursabschläge bis Ende Oktober jeweils.
Aber ist das der Standard, ne? Ist das der Standard für die meisten Jahre des laufenden Jahrtausends? Und die Antwort habe ich mir selbst gegeben und durch eigene Untersuchung, händisch, manuell. Oh, das war überraschend, was herauskam. So, wir sind jetzt beim DAX. Der DAX hat also, man glaubt es ja kaum, sich weiter nach oben ausgebaut. Der DAX ist jetzt schon am Hoch vom 23.08. So, der DAX hat die Chance, den Allzeithoch-Abwärtstrend anzugreifen, der in der äußersten Ausführung über den Hochpunkt 12.07. mal einrasten lassen. Nun in dieser Stunde und auch für die nächsten paar Stunden noch bei, wie heute schon in der Tagesprognose gesagt wurde, bei 18.695 verläuft. Ein bisschen tricky oder kritisch fand ich, dass er ja eigentlich den Aufwärtstrend schon verlassen hat und unter dem Aufwärtstrend jetzt hier hochkraxelt. Aufwärtstrend vom 21.8. Das ist eigentlich ja ein Zeichen dafür, dass er nochmal einen zweiten Pullback zum gestrigen Tagestief vollzieht. Aber bisher lässt er sich da nicht beeindrucken. Der DAX war jetzt sowieso auch recht stabil unterwegs. Hier sieht man jetzt nicht so viel, deswegen gehen wir mal jetzt hier zum Tageskerzenchart und machen da noch mal ein paar interessante Dinge ran fest, jetzt für uns alle hier und für mich, ich für euch. Also wir haben hier den kompletten V-Konter. Guckt euch das mal an hier. Wir haben den kompletten V-Konter nach 10% Einbruch, 11% Anstieg. Das repräsentiert ja den Konter. 10%, 11%, 50%, 100%. Machst dir Gedanken, was passiert, wenn du erstmal 70% verloren hast. Das mathematische Verhältnis der Aufholungskraft, die man benötigt, wird immer ungünstiger. Aber so 10%, 11% Anstieg ist gut. Genauso wie, ja, sieht ein bisschen aus wie im S&P 500 und nicht ganz so stark wie im Dow. Na gut, keinerlei Pullback. So, jetzt die Frage, gibt es Pullbacks irgendwann mal noch in diesem Jahr? Also irgendwas muss ja mal kommen oder geht es wie ein Strich in der Landschaft weiter aufwärts? Ich glaube nicht. Der DAX macht sicherlich Pullbacks und Blau ist dafür vorgegeben. Also die blaue Route ist dafür vorgegeben. Dann haben wir entweder 18.000, wenn es von dem vom V-Konter, von der V-Konter Nackenlinie abwärts geht. Oder wir haben 17.625 nochmal. Locker. Das sind alles ganz easy, locker Dinger, die können alle kommen. Ich muss bloß mal noch eine Farbe finden hier, die noch nicht vergeben ist. Nee, das ist blöd. Ja, naja. Nochmal mal den hier. Und jetzt mache ich nochmal was weg hier. So, also wir haben jetzt hier bald mal Konsolidierungsbedarf. Also wir haben ja das komplette V. So, V-Konter heißt komplette Aufholung. Dann ist er erschöpft, das war sehr anstrengend. Er braucht eine Pause, 18.000, dann gebe ihm eins, neues Allzeithoch. Bevor wir zu den Zielen kommen, oben, das ist ja einer der normalsten Wege. Für die Zeit der Konsolidierung ist dann anzusetzen, die Anzahl der Kerzen, die es hier mal gab, auf der Seite im grauen Bereich. Machen wir die Börsenampel ein bisschen weg. Die Börsenampel ist übrigens noch knapp gelb, nicht grün. Na, das ist noch nicht wirklich grün, das ist gelb. Also das ist ja. So, das sind so circa 20 Tage und 20 Tage könnte man dann veranschlagen für den Pullback. Manchmal geht es auch schneller. 18.000. Und dann Angriff aufs Allzeithoch. Hier oben kommen wir gleich noch zu. Wo geht es denn hin, ne? Dann aber, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass es ein bisschen anders sich darstellt. Dann läuft es nämlich
Dann läuft es nämlich direkt tatsächlich bis zum Allzeithoch. So wie der Dow das gestern gemacht hat, also 18.893, und von dort aus bildet sich dann erst nochmal eine satte Korrektur bis in den Oktober hinein. So ungefähr. Das wäre sogar 17.625. Also alles, was runterkommt, ist kaufenswert. Bis 17.625, kann man so sagen. Es gibt kein Tief mehr dieses Jahr. Es gibt keine 17.000 minus X mehr. Alles, was runterkommt, kann man kaufen. 18.000, 17.625 insbesondere. Schiebt dann durch zum Allzeithoch und darüber hinaus. Spätestens ab 1. November. Und momentan wäre das Ziel. Momentan ist das Ziel aus der Sommerkorrektur dann für den Jahresschluss 2050. 2050 ist ein schönes Ziel, auch wenn es direkt ausbricht, aber es ist nicht bevorzugt. So, wir haben es also. Der Einbruch war so grandios und ausgiebig, dass keine weiteren Tiefs mehr kommen. Pullbacks in Kaufgelegenheiten, da passiert gar nichts mehr. Mit Tiefs bei 17.000 eher nicht, also nur ganz selten. Und alles, was irgendwie ansehnlich herunterkommt in den nächsten 2 Monaten, kann man kaufen. Kann ich kaufen, wenn ich den DAX haben wollen würde. Also bei 17, bei 18.000, 17.625 würde ich es mal auch hier ein bisschen, würde ich mal vielleicht mal was drauf verteilen, weil wir hier kein Währungsrisiko haben. Und das Währungsrisiko spielt ja aktuell eine Rolle, gerade für die, also für die US-Investments, die ich ja bevorzuge, in der ungünstigen Art. Ein Euro-Dollar steigt ja also immer weiter, und ist jetzt schon bei 1,114 gewesen, ein wichtiges Zwischenziel. Ja, so, dann müsste man sich nochmal darum kümmern, was passiert dann, wenn es doch ein Tief gibt, unter 17.000, dann sage ich, zumindest dann wäre immer noch 16.290 ein rettender Anker. Ein rettender Anker ist immer noch 16.290, falls da was passieren sollte in der unerwarteten Wahrscheinlichkeitsecke von 35 bis 40% für die Roten. Roten, dann wäre nochmal Einstellung 17.000 oder 16.300. Ja. Soll aber erstmal nicht sein. Tief ist da, kommt kein Tief mehr. Einzelaktien auch viel zu stark. Viel zu starke Einzelaktien der Schwergewichtsabteilung. Machen wir mal einen auf. Jetzt kommen wir zu den entsprechenden Aktien, die das hier verursachen. SAP viel zu stark. Allzeithoch schon längst überschritten. SAP Vorläufer für den DAX schon längst unterwegs. SAP macht schon Pullback seit 197,5. Steigt ab 191 oder ab 185, steigt zu 210. Hier gibt es auch keine Tiefs mehr. Wenn es hier keine Tiefs gibt, gibt es im DAX auch keine Tiefs. Max-Risiko Herbst 185, erste Chance 191. 191 zu 210, 185 zu 210. Und vor allen Dingen, du hast hier schon mal den Hinweis, wie der DAX laufen kann. Denn hier haben wir das größte Schwergewicht. So, und dann gibt es ja sicherlich heute hier unter euch auch die viele deutsche Telekom-Liebhaber, und der, die ist noch stärker. Noch stärker als SAP. Bum, bum. Oben durch über das Hoch von Anfang August. Längst deutlich drüber. 25,30 Euro. Deutsche Telekom-Aktionäre, freut euch. Der Kurs fällt nur noch zu 24,5 und steigt zu 26 Euro. Das heißt aber auch, hier ist nicht mehr viel zu holen direkt. Man muss ein bisschen warten. Telekom, oben durch. Eins der besten Verläufe seit dem panischen 5.8er Tief. Habt ihr das gemerkt? Wahnsinn, was hier abging. Also von der Formation her. Formationstechnisch ging es echt ab hier. Mal sehen, was das prozentual ist. Ja, 12%.
12% oben durch, neues Alt, ja, neues Hoch, neues Jahreshoch, Allzeithoch, ob das jemals kommt, ne? Deshalb ist Telekom auch ein bisschen so stiefkindlich behandelt, weil wir wissen ja, wo der Kurs mal war. Viel, 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 viel höher im Jahr 2000. Ja, kann man was mit anfangen. 94,5 für 26. Kritisch wird's unter 22,5. Telekom, SAP, alles gut. Und die sind auch Schwergewichte. Da gibt es noch zwei, drei andere, die ähnlich gut laufen. Eins kann ich nur sagen, also Autowerte und alles, was da drumherum ist und die BASF und Bayer und Banken alles meiden. Die lassen sie schön außen vor lassen. Aber da gibt es so ein paar. Und zum Beispiel die zwei genannten und auch aus der Versicherungsecke, und die laufen sehr gut, ehrlich gesagt. Und ja, allein SAP kann das hochreißen zusammen mit so Semi-Schwergewichten. Eine Airbus würde ich sagen, ist es nicht. Airbus ist so eine andere Abteilung, ist es nicht. Die würde ich jetzt nicht anfassen. Naja, sieht also ganz nett aus für den DAX, würde ich sagen. Für den Herbst. So, wir werfen mal einen Blick drauf, ob die These stimmt, dass der Pivotpunkt ein Hindernis darstellt. Ja, ist immer noch am Pivotpunkt und an dem Widerstand. Das ist immer noch eher kritisch hier. So, so, so. Oder ja, ist halt 19,575, das ist logisch auch eine Durchgangsmarke gewesen. Hier irgendwie so. Aber die ist nicht so stark. 19,575 ist nicht so dolle wie jetzt 19,470. Mal gestrichelt. So. Aber mithin, das ist noch Abwärtstrend, locker easy Abwärtstrend, der Anstiegswille ist begrenzt, das ist nicht zu spaßen, ne? Die ganzen schönen Gewinne, die man jetzt aufgebaut hat, von gestern zum Beispiel, könnten innerhalb einer Stunde weg sein. Das ist erstmal ein Worst Case der leichten Art. So hier, bam, einfach reinhacken ins gestrige Tief, aus dem Stand heraus, jederzeit. Denn das Ganze hier ist wirklich noch nicht so prickelnd hier vorgetragen. Es dauert zu lange. Es überschneiden sich Hochs und Tiefs. Das will man alles nicht sehen. Okay, aber der große Kontext sagt, na gut, meine Güte, dann muss man noch mal aushalten, das Tief, ne? Muss man es halt noch mal aushalten, die Einstellung des Tiefs. Und ein bisschen auf die etwas höhere Zeitebene vertrauen. Ja, aber das hier ist noch nicht so gut, ne? Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, was soll's? Das ist nicht schlimm. Hauptsache, das Erstgenannte hält. So, jetzt können wir mal weiter. Das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Interessant ist auch immer die Vola. Wir sehen nochmal kurz auf die Vola. VDAX in dem Fall, nur weil der andere Teil ist exklusiv. Den machen wir jetzt hier nicht öffentlich. Wir sind heute hier in einer öffentlichen Veranstaltung. Gewisse Premium-Inhalte werden jetzt hier nicht bis ins Detail durchgesprochen, aber ja. Sicherlich genügend Anhaltspunkte, um auch hier noch mal einen neuen Nutzen zu bekommen. So, wir haben also hier den VDAX wieder. Wir haben auch bestätigt, dass der Markt sich wieder beruhigt hat, und wir haben hier noch Reserve für, wir haben hier noch ein bisschen Reserve für abwärts Richtung 12,0. Unter 17 sind DAX-Aufwärtstrends bestätigt. Wir haben 14,28 live. Ab 12,68 besteht DAX-Abwärtsgefahr. Da dreht sich es wieder ins Gegenteil. Dann ist der VDAX so tief, dass ich mir die Frage stelle: Seid ihr nuts? Habt ihr eine Macke oder so? Ne? Das ist immer der Beginn von neuen DAX-Rückschlägen. In dem Fall sage ich sogar wirklich immer.
Aber von 14,26 bis 12 ist ja noch ein Stück. Das sind einfach mal noch 16%. 16% kann die Vola noch fallen, also von 14,27 auf 12, bevor es zur Kontraindikation wird. Also ein bisschen Luft ist noch. Okay, also der VDAX stürzt, stabile DAX-Anstiege. Oder noch genauer, der VDAX verweist auf eine DAX-Stabilität, die eher in Anstiege sich, in weiteren Anstiegen sich niederschlägt als in scharfen Abverkäufen. Das würde im VDAX ganz anders aussehen, vor allen Dingen mit der VDAX-Vorläuferfunktion. Der VDAX steigt deutlich bevor der DAX fällt. Tagelang steigt der VDAX manchmal, bevor der DAX fällt. Das kann man jetzt hier nicht so sagen, das ist noch relativ unauffällig. Nochmal zurück. Wir können nochmal VDAX Intraday ansehen, mal sehen, was dann zum Vorschein kommt. Eine Woche VDAX, eine Stunde. Ja, es ist noch unauffällig. Ne? Wir haben zwar jetzt schon lange keinen Tief mehr gehabt. Letztes VDAX-Tief war am 20.08. Aber es ist noch okay. Das ist nicht so gravierend. Natürlich hätte man jetzt kontinuierlich weitere VDAX-Tiefs lieber gehabt. Aber zeigt er nicht. Nur so, folgendes, VDAX-Anstiege, die unter 17 sich abspielen, sind keine große Warnung. Nur VDAX-Anstiege, die 17 kreuzen, werden zu einer Warnung für den DAX, für die DAX-Stabilität. Rot wie Gefahr, über 17, rot wie Gefahr, ansonsten noch nicht. Mach mal einen Alarm auf 17. Alarm signalisiert für Stoxx3 Smartphone. App, Stoxx3 App oder Stoxx3 Terminal, Stoxx3 Plattform einmal eingestellt, bekommst du diese Warnung geschickt, wenn du sie einmal so aktiviert hast, diese Art von Notifikation. Oder Oldschool auch per Mail, wobei Mails sind nicht zuverlässig. Immer wieder gibt es Beschwerden über fehlende Mails oder so, aber ist nicht zuverlässig genug und können wir auch nicht garantieren. Oftmals liegt es einfach auch am Broker. Was heißt am Broker? Nicht am Broker, an der am Provider, am Mail-Provider. Also nutzt die Stoxx3-Benachrichtigung, Notifikation und stellt sie richtig ein. VDAX, keine Gefahr. So, stellt euch mal vor, ich werde mal kurz mal nachsehen, wie wir jetzt hier noch mit Frage-Antworten umgehen. Machen wir jetzt. Monatserster mit steigenden Kursen verbunden. Ja, genau. Der Monatserster kann mit steigenden Kursen verbunden sein. Wusstet ihr, dass der Monatserste nur am 1. August dringend zu meiden ist? Und dieses Jahr war es wieder mal ein ganz krasser 1. August. Der 1. August bildet eine Ausnahme für Anstiege. Der 1. August ist ein Mittelabflusstag. Mittelabflusstag, 1. August, das ist wirklich krass. Und dieses Jahr hat sich der 1.8. wieder seinem Namen voll die Ehre gemacht. Das war Wahnsinn, was da abging. Na, am 1.8. Wir wissen ja, das leitete so wie schon einmal in der Historie so einen heftigen Abverkauf ein. Das ist unglaublich. Na, hier am 1.8. hat es begonnen. Diese Sachen werden engmaschig gemonitort und ich habe ja am 31.07. so viel Alarm gemacht. Leute, ihr könnt den 1.8. nicht als Kauftag benutzen, auch nicht mal über Nacht, abends vom Vortag zum 1.8. in dem Fall. Denn der bildet wirklich eine Ausnahmesituation, so ein 1.8. Na, das ist schon krass, wie das passieren kann.
Ja, wurde dann auch nochmal bestätigt, hat sich dann auch nochmal hier bestätigt im Premium-Service. Tagelange DAX 1. August-Warnung wird wirklich Realität. Dann sind wir hier aber schon um 9:50 Uhr am 1.8. Und wir wissen ja, dass das nur der Beginn war. Verrückt, verrückt. Einfach Mittelabflusstag. Also schon mal fürs nächste Jahr vormerken, der 1. August, Mittelabflusstag, ein sehr starker Abverkaufstag. Jo, okay, dann brauche ich das nicht. Ja, suche ich das nicht noch extra raus. Ja, man sieht 1. August, wie es dann losging. Boah, Leute, Leute, oh, was los, ne? Am 5.8. stand kein Stein mehr auf dem anderen. So, hier, der DAX schießt weiter hoch. Wie weit kann er dann heute noch steigen? Also, der Anfangstief hat gerade mal 18.621 umfasst. Okay. Und jetzt schon ein neues 10-Tages-Hoch. Ja, also 18.780 wollen wir ja sehen. 18.780 ist das, was wir sehen wollen. Und nochmal zurückzukommen auf den Mittelzuflusstag 1.9. Ja, der September ist gar nicht so schlecht. Ich finde den September jetzt nicht mehr so übel wie sein Ruf. Das rührt her aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren seit dem neuen Jahrtausend. Speziell seit 2002 ist der September nicht mehr so schwach. Der August ist da wesentlich schwächer. Da wir den August richtig mit voller Wucht erlebt haben, habe ich jetzt für den September keine so großen Sorgen mehr. Dennoch kann 2/3 des Anstiegs nochmal hergegeben werden, hatte ich ja gesagt. Aber jetzt wollen wir nochmal sehen. Also heute wollen wir haben, wenn es geht, 18,87. Knapp ran bis 18,87. Jetzt sind wir übrigens am Abwärtstrend vom Allzeithoch gerade in dieser Sekunde. Und 18.780 wäre jetzt tatsächlich eines der schönsten Ziele für heute. Natürlich dicht gefolgt vom Allzeithoch und dann erst eine herbstliche Pullback-Phase. Diesen Bereich hier verkaufe, kann man eigentlich nicht verkaufen. Das ist so schwach. R3 und das Vorgängerhoch hier, das kann man verkaufen. Also ungefähr Vorgängerhoch sollte man schon noch jetzt anstreben als Ziel. Das hier eigentlich. Da gab es noch diese 18 Uhr Schlusskurse. Ne? 18 Uhr Schlusskurs, 12.7. Naja, so ungefähr. Da gibt es ein bisschen Kurslücke auch vielleicht noch. Aber es ist nicht so bedeutsam. Mal weg hier. Ja, also hier fällt mir jetzt nichts weiter ein zum DAX. Ne? Es geht eigentlich nur um Nasdaq 100 heute. Nasdaq 100 Long-Positionen verwalten und hoffen, dass man sich ein bisschen abseits von der Unterstützung der DAX. Ja, schön beeindruckend hier. Wunderbar. Und die Horizontale 18.567 ist überbrückt, neues Hoch. Okay. Was jetzt hier besonders interessant ist, was man dann später kaufen kann, ist, man braucht hier erstmal einen Ausbruch, wenn es geht. So hier, deutlich ein paar Stunden drüber über den Abwärtstrend. Und was von oben zurückkommt auf den Abwärtstrend, das kann man dann kaufen. Sowas hier. Na, solche Dinge kann man dann kaufen später jetzt. Ja, meine Güte, klar, kann so Abwärtstrend jetzt reduzieren, wenn irgendwas offen ist. Ich habe im DAX hier nichts offen. Man kann auch Test-Abwärtstrend, Long-Positionen reduzieren. Eins ist klar, bei VDAX 14 sind keine Shorts sinnvoll. Shorts sind bei VDAX 14 nicht sinnvoll. Nur über bei VDAX über 17 kann man noch mal Shorts einplanen. Ansonsten verspielt man sehr viel mit Shorts. Bei zu tiefer Vola schiebt der DAX aus allen Lagen, auch wenn sie noch so schlecht aussieht, nach oben einfach durch die Decke. Und dann hast du mit zu viel Shorterei keine gute Erfolgswahrscheinlichkeit.
deshalb gleich mal weglassen. So ein Querverweis. Ja, Münchner Rück war auch ganz gut, ne? Und die habe ich ja, ich habe ja Stichwort Versicherungen gesagt. Vonovia finde ich nicht, ja, die haben sich so zerstört gehabt. Ja, ich mag die generell nicht. Muss ich jetzt nicht haben. Also generell braucht man ja DAX-Aktien nicht. Ich habe ja schon gesagt, da gibt es keine Innovation. Wir haben hier ein total gecrashtes Unternehmen, Vonovia, das zum IPO-Kurs zurückgesetzt wurde. Und jetzt kommt es an die Nackenlinie ran bei 34,4. Ah, meine Güte, ich mag die einfach nicht. Ich habe mit Vonovia nichts so am Hut. Also, ich gebe euch mal mit, auf 34,40 Euro achten. Das, bis dahin geht es leicht und dann wird es schwer. Und soll heißen, das ist hier dann noch ein Gebiet, was nicht so leicht zu überbrücken ist. Vor allen Dingen, weil ja dann die ganzen Verkäufer erstmal anfangen zu verkaufen. Ach Quatsch, die ganzen Käufer fangen an zu verkaufen. Die Käufer von April 2022, die sitzen ja auf ihren Minuspositionen. Die haben ja hier gekauft. Die wollen jetzt erstmal verkaufen. Deswegen ab. Die wollen jahrelang schwitzend zu ihrem Einstandskurs 34,4 erstmal verkaufen. Das würde normalerweise erstmal dann eine schwächere Phase dann einleiten. Weil die sitzen alle auf ihren Minuspositionen. Alle Käufer von März 2020, vor allen Dingen von Mai 2022, sitzen auf ihren Verlusten. Weil wir wissen ja, viele sitzen sehr lange auf vielen Verlusten und verkaufen einfach nicht. Deshalb ist da meistens ein Problem. Denn für den Kursfortschritt, der Kurserholungsfortschritt dürfte hier zum Erliegen kommen. Ansonsten gehört da Vonovia ansonsten nicht zu meinen 30 Favoriten gehört, die ich generell theoretisch mehr ins Depot legen könnte, sondern jenseits der 30. Position ist für Favoriten, dann brauche ich die nicht. Bei der Grenzwertnutzen für Diversifikation der Grenzwertnutzen endet bei der 30. Aktie. Der Grenzwertnutzen ist nur günstig, natürlich, wenn man von einer Aktie auf zwei Aktien erhöht, dann ist schon mal eine Diversifikation. Na? Klar, und dieser Faktor hat Nutzen bis zur 30. Aktie, ansonsten dann ist der Nutzen nicht mehr messbar. Und wenn, das ist wissenschaftlich belegt, man kann nur ein unsystematisches Risiko effektiv minimieren mit einer Aktienzahl zwischen 20 und 30. Darüber gibt es weitere Risiken, die sich aber nicht mehr durch die Diversifikation minimieren lassen. Und somit ist ganz einfach auch ein guter Anhaltspunkt. Ja, meine Güte, du bestehst nur aus Aktien, hast gar keine Index-ETFs oder irgendwas in der Art. Und ja, dann sind 30 Aktien das Maximum. Mehr sollte man eigentlich nicht haben, sagt die Forschung. Sagt die Forschung, und ich habe es wiedergegeben, ob das jetzt Fakten sind oder Spekulationen oder weiß ich was. Das muss jeder selbst nochmal entscheiden. Hier steht, die wissenschaftliche Forschung sagt, ein Nutzen zur Diversifikation ist irgendwo, der läuft dann zwischen 20 und 30 Aktien so langsam aus. Also 40, 50, 100 Aktien stellen keinen Nutzen mehr dar, um Risiken zu mindern. Anhand der Kurve. Okay. So, und dann mache ich es mir ganz leicht. Vonovia gehört nicht zu den Top 30, also ist es nicht. Also brauche ich über den Video gar nicht nachdenken. Der Grenznutzen, danke sehr. Okay, vielen Dank. Grenznutzen. Steht das hier auch hoffentlich richtig? Grenznutzen.
Ja, jetzt habe ich so dahin gequatscht, ne? Was steht denn hier? Es gibt einen begrenzten Nutzen, genau. Einen begrenzten Nutzen, der Risiken mindert durch Diversifikation, der läuft zwischen, ab der, sagen wir mal, spätestens bei der 30. Aktie läuft es dann aus und geht an einen Grenzwert heran. Das ist so, kennt man ja, Kurvendiskussion. Und da kannst du so viele Aktien kaufen, wie du willst. Da kannst du dich nicht mehr besser aufstellen. Das Wort selbst steht hier gar nicht. Das habe ich mir selbst erfunden einfach. Ungebremst schießt der DAX nach oben, schreibt jemand. Nee, das ungebremst ist nicht so plausibel. Er ist stabil im Aufwärtstrend, der hat sich jetzt ein bisschen verlangsamt. Vielleicht seit ein paar Tagen. Er kommt ins Endstadium. Er soll ja zur Nackenlinie steigen, so wie Tagesausblick seit Tagen sagt. Tagesprognose. Wir wollen tatsächlich das Hoch vom 12.7. sehen, vielleicht sogar Allzeithoch, temporär überboten dann, aber stehen nochmal Pullback-Wochen an. Pullback-Wochen durchaus. Denn dass es hier direkt durchschießt, ist so selten, dass ich mir jetzt keine großen Gedanken mache. Das ist direkt die grüne Route aktiviert, ohne einen Pullback nach der Einstellung oder Zurückkehr zum Ausgangspunkt des Abverkaufs. Nee, die blaue Route hat dann schon die meisten Vorteile. So, das haben wir. Ich soll was zu Intel sagen. Ja, Intel ist ganz klar meiden. Das ist eine Geschichte aus dem alten Jahrtausend. Die haben es nicht drauf, die kriegen nicht mehr die Kurve. Das ist alles Spekulation und kein Wissen. Man sieht es aber durchaus an den Zahlen. Angelesene Zahlen habe ich nicht selbst untersucht, aber haben andere untersucht. Jedes Mal eine weitere üble Überraschung und ja, einfach wegstreichen. Das war mal im letzten Jahrtausend eine Top-2-Aktie, Intel und Cisco, und beide sind haben den Anschluss verpasst. So. Beide haben den Anschluss verpasst, weder Intel noch Cisco. Beide machen noch keine Allzeithochs mehr seit einem Vierteljahrhundert. Insofern sieht es ziemlich übel aus und da brauchen wir auch nichts zu sagen. Da brauchst du auch nicht short, brauchen wir auch nicht short nach meiner Meinung. Das ist einfach nur traurig, Kopfschütteln, und warum soll man irgendwas shorten? Also shorten ist so destruktiv. Gute, vielversprechende Wachstumsunternehmen oder gute Unternehmen mit dem Chartbild, was hervorragend aussieht, was zum Kauf verleitet nach Handwerkszeug, Erfahrung, Intuition, und fundamental gute Aktien, die von der Bewertung her ansprechend sind. Das sind doch die Dinge, die man sucht. Wachstumsaktien mit einer guten Story. Das Ganze dann vielleicht noch mit nicht komplett überbewerteten Fundamentalkennziffern und das Ganze mit einem hervorragenden Chart-Setup, stabile Aufwärtstrends, Muster, die man kennt und so weiter. Wenn das alles zutrifft, und deshalb machen wir ja auch hier den nächsten Quantensprung ab 20. September, Aktienpuls 360, dann kommt der Valentin hier mit hinzu und unterstützt vor allen Dingen und stärkt die Flanke fundamentales Wissen. Der ist so ein klasse Typ für fundamentale Auswertungen, und auch die Trading-Flanke wird deutlich gestärkt, weil er ist nicht nur ein super ein super Fundamentalanalyst, er kann auch noch die ganze Sache gut traden. Habt ihr mal sein Screening of the Week Depot verfolgt, indem er ja immer einmal pro Woche Aktien nennt, die fundamental vielversprechend sind. Und das wird ja hier mit eingebracht. Und dann machen wir das hier mit meiner Kompetenz der Chartprognose und jahrelangen Erfahrung seit 2002.
etwas Neues auf für euch. Und wie gesagt, ihr könnt euch hier eintragen in die Warteliste und die ersten 100 Interessenten können einen gratis Monat bekommen, wenn man sich bis zum 4. September angemeldet hat. Ansonsten ganz normal anmelden. Und meine Bestandskunden sind automatisch mit dabei. Ihr müsst nichts tun. Ihr habt mehr Content zum identischen Preis ab 10. September. Ja, und gerade dieses Fundamentale ist so faszinierend. Ich habe den Valentin ja jetzt seit 15 Monaten beobachtet. Habe mich für ihn interessiert, Gespräche geführt auf allen Ebenen, internes, müsst ihr jetzt nicht alles wissen, aber dann haben wir das hier ein Jahr lang vorbereitet, ziemlich genau vor einem Jahr haben wir das erste große Treffen gehabt und mit einem Jahr Vorbereitungszeit starten wir nun durch am 10. September. Und das könnte euch tatsächlich auch interessieren, wenn ihr an fundamentalen Auswertungen und Chartanalyse sowie an Indizes und Aktien gehebelt und ungehebelt gehandelt interessiert seid. Also, wir freuen uns auf euch. Währenddessen ist der DAX bei 18,7 jetzt nicht ganz direkt weitergekommen. Wäre auch ein bisschen überraschend. Der hat ja auch Zeit. Er hat ja ein bisschen Zeit und wir sind schon sehr weit jetzt fortgeschritten. Ne? Das ist von 17.000 auf 18,7. Am Stück, ohne eine Pause. Wir bleiben auch noch kurz hier dabei. Wenn man jetzt bedenkt, dass ein gewöhnlicher Pullback auf 18.000 läuft und jederzeit beginnen kann, das sind also 700 Punkte, und dem gegenüber steht eine Restchance von 100, dann weiß man vom Chance-Risiko-Verhältnis, hat man jetzt eigentlich nur noch weitere 100 Punkte knapp, hat aber permanent auch die 700 Punkte Pullback-Risiko vor Augen, immer die einfache Variante hier. Muss man ein bisschen so vorsichtig sein. Wenn ich den hier mal rausnehme und noch ein bisschen vereinfache, dann wird es vielleicht klarer. Also ist schon jetzt ein bisschen so viel am Stück und wir sind noch nicht mal in der Jahresendrallye-Phase ab 1. November. Kann auch mal einen schönen Pullback nach sich ziehen. Wie viel haben wir denn hier? Wir reden von 4%. Das ist ungefähr deckungsgleich mit dem S&P 500. Nochmal Herbst-Pullbacks, September, Oktober, 4 bis 5% stehen durchaus ins Haus. Daran kann man durchaus was ableiten. Jeder kann sich selbst prüfen jetzt, was hat das denn für mich zu bedeuten, für mein eigenes Depot? Was bedeutet das, was der da sagt? Kann ich das aushalten? Oh ja, oder sagt man, ja, okay, ich habe eh viel Cash, dann kann ich ja nochmal kaufen oder so. Könnt ihr euch alles jetzt überlegen. Und wenn ihr nicht alles mitbekommen habt, dann könnt ihr nachher am Nachmittag alles auch nochmal ansehen. Denn es gibt hier natürlich wie immer Aufzeichnungen zu dieser Veranstaltung. Einfach Gedanken machen, Anregungen ziehen und nicht so blind alles nachmachen. Einfach nochmal überlegen, wie es weitergeht. So, dann können wir nochmal nachsehen. Gibt es eine negative, fragt jemand, gibt es eine negative Divergenz im RSI? Nee, gibt es keine, im Tageskerzenchart gibt es keine RSI-Divergenz. Wir sind auf dem Weg von 30 zu 70. 70 ist noch gar nicht erreicht und Divergenzen messen wir dann erst auch ab 70. Aber mit dem aktuellen Hoch gibt es auch hier ein Hoch. Im RSI gibt keine Divergenz. Davon abgesehen sollte man das erst bei 70 beachten. Wenn es dann bei 70 nicht mehr so weitergeht, obwohl der DAX noch steigt, dann ist ja meistens dann so langsam die Zeit reif. So ein Klassiker dafür haben wir so hier. Haben wir hier einen Klassiker so ein bisschen? Naja, also man sieht schon, ne? Also 70, also ganz einfaches Konzept, 70 und 30, swingt der RSI-Indikator halt hin und her. Wenn du es ganz einfach nimmst, kann man auch sagen, kaufe bei 30, verkaufe bei 70 und insofern ist noch ein bisschen Luft, dann ist das 64. Das war aber jetzt sehr stark vereinfacht, da muss man noch ein bisschen ins Detail gehen.
Dazu haben wir jetzt aber keine Zeit. Keine Zeit. So, Silber und Euro-Dollar. Wir machen mal Euro-Dollar vor allen Dingen, weil der Euro-Dollar kann jetzt doch einige wirklich beschäftigen und in den Wahnsinn treiben aktuell. Euro-Dollar ist ja seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten steigend. Und hat jetzt das Ziel, Zwischenziel 1,114 auch erreicht und macht immer noch nicht Halt. Es gibt hier eine Arbeitsthese, dass diese blaue Strecke, die wir schon mal hatten, im Juli 2023 hier sich nochmal anschließt, die fehlt mir hier einfach. Genauso wie sie mir im Nasdaq 100 neulich fehlte, im Stundenkerzenchart, die kam dann ja auch ratzfatz. Fehlt hier aber. Und das Hoch ist fast schon erreicht. Das kann nur noch auftreten, wenn das Hoch nicht kommt hier. Nur wenn das Hoch der ersten blauen Strecke nicht überschritten wird, gibt es noch Chancen für sowas. Bisher ist nichts davon zu sehen. Das gibt uns Währungsverluste. Hat sich jemand mal gefragt, warum sein S&P 500 Investment nicht steigt seit Tagen, nicht hinterherkommt? Na, S&P steigt, bis ich. 1%, aber die Währung hat gleichzeitig 0,7 verloren. Da ist dein ETF nur 0,3% gestiegen. Und sogar Schlimmeres gibt es. Es gibt Tage, da steigt der S&P aktuell deutlich und Knockout-Calls oder ETFs oder Fonds oder was ich oder Aktien, die gewinnen gar nichts hinzu aus Sicht der Euro-Kurse. Das liegt an der Euro-Dollar-Geschichte. Die ist gerade negativ für uns. So, also gibt noch Hoffnung unter 1,1275 für die Einstellung von 1,044 und 1, naja, 1,044. Bin mal gespannt, ob der das noch hinkriegt. Das wäre ja enorm. Das wäre ja ein heftiger Rutsch jetzt hier, so hier. Ob das jetzt zeitnah auftritt oder ob es sich noch verzögert oder gar nicht kommt. Muss man mal sehen. Also hier kann es noch seitwärts laufen, es kann noch lange verzögert werden, es kann auch erst viel später kommen. Grundsätzlich ist aber Euro-Dollar erstmal sehr schön in der, naja, es ist irgendwie schon seitwärts, ne? Seit etlicher Zeit, seit 1,23 ist Euro-Dollar seitlich laufend. So. Und selbst das kann man auch noch hochziehen und sagen, ja, das ist halt eine Range 1,13 zu 1,05. Das ist alles noch, hier kann man alles vereinfachen. In einem übergeordneten Abwärtstrend, der seit 2008 läuft, das ist überhaupt ja das Wichtigste. Und die Seitwärtsphase ist jetzt mehr oder weniger so weit fortgeschritten, dass wir auch bald mal Folgeziele von 0,82 bis zum Ende des Jahrzehnts ansteuern können. Nur über 1,23 wäre es nicht mehr so. Über 1,23 kann es sonst wohin steigen. Dann zerfleddert es regelrecht irgendeine Währung. Entweder Euro oder Dollar wird dann zerfleddert in alle Einzelteile zerlegt, wenn es auf 1,60 und höher steigt. Generell sollte man eher sogar hoffen, dass es so bleibt wie seit fast 2 Jahren, also in Ruhe sich bewegt. Man kann so eine Handelsspanne auch noch größer bauen, und zwar auf 1,03 zu 1,23 beziffern. Auch alles okay. Alles okay. Leichten Vorteil für US-Investments aus unserer Sicht hätte diese Folgeroute bis zum Ende des Jahrzehnts, die meine Favoritenroute ist. 0,82 hat man schon mal gehabt im Jahr 2000. Bisher sieht es danach aus, dass es bald weiterfällt, denn der Abwärtstrend und Trends sind bei Währungen sehr stark und beständig, ist fast erreicht, sodass eine langgestreckte Abwärtsbewegung bald mal starten könnte. Bin gespannt, ob wir bis Ende des Jahrzehnts noch 0,82 bekommen, beziehungsweise frühestens ab Sommer 2028, sagen wir mal so. Oder ob es ewig seitwärts geht oder ob es die grüne Route hier aktiviert. Boah, und dann, wenn man dann in US-Aktien drin ist, dann hat man gar keine Chance mehr. Das kannst du gar nicht kompensieren. Na, wenn es oben durchbrettert, Euro-Dollar zu 1,60, dann sind das 42% Verlust. Das heißt, dein ETF verliert 40%, alle Aktien verlieren
40%, aber allein durch Währung, das können die Aktien, US-Aktien gar nicht kompensieren. Wenn das hier, vor allen Dingen, wenn es ganz schnell gehen sollte, auf 1,60 steigt, hast du einfach 40% verloren als Europäer. Und der US-Boy, das US-Mädchen mit seinen Investments in den USA hat gar nichts gemerkt. Für die ist ja eine Aktie gleich Aktie. Dollar gleich Dollar. Für uns haben wir hier ein Währungsrisiko. Okay, immer mal drauf schauen, ob jetzt hier ungefähr bei 1,1275 Schluss ist. So, wir machen an der Stelle jetzt Schluss. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Achtet vor allen Dingen morgen Abend nachbörslich auf Nvidia-Quartalszahlen, denn das könnte oder dürfte die Märkte deutlich bewegen dann am Donnerstag. Ansonsten auch diese ganzen V-Konter, den V-Konter im Auge behalten, die dann zu einem Henkel animieren. Ein Henkel, eine 18.000 im DAX würde ein Henkel sein. Eine inverse rechte Schulter, ein Luft holen, ein Atem holen, ein Kraft holen für den Beginn der Jahresendrallye. Wir bedanken uns auch nochmal für die freundliche Unterstützung der BNP Paribas Zertifikate, die das hier ermöglicht hat. Und denkt dran, die nächste Veranstaltung dieser Art ist dann ab jetzt jeden Monat am letzten Donnerstag des Monats, nicht mehr am Dienstag. Wir beginnen damit Ende September. Viel Erfolg und schönen Tag noch. Tschüss.